Ah, du siehst echt aus wie so eine Hexe in ihrer Küche. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich setze mich gleich an den Computer und mache mich ans Vlogschneiden, denn ich werde in einer halben Stunde abgeholt. Was labe ich eigentlich? Nicht ans Vlogschneiden. Vlogschneiden habe ich doch gestern Abend schon gemacht. Ans Thumbnail machen und so das ganze Zeug, Infobox ausfüllen und sowas. Weil ich werde auf jeden Fall in 20 Minuten oder so abgeholt und dann fahren wir los zum Dreh. Ich verrate mal noch nicht, wo es hingeht und ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich alles erzählen darf und so. Aber jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Und das war Welts wurscheligster Anfang. Zwei Cappuccino zu mitnehmen. Große Cappuccino? Ja, oder? Was? Zwei große. Ja. Ja, zwei große Cappuccino und einen Milchkaffee. Und einen Kaffee Latte. Ja, auch groß. Lecker, lecker Kaffee, wow, muss ich nehmen. Das ist übrigens hier der ominöse Fotograf, von dem ich schon voll oft erzählt habe. Macht wunderschöne Bilder. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Müsst ihr unbedingt auschecken. Ich verlinke euch seine Instagram-Seite unten im Video. Was machen wir heute eigentlich? Muss ich erzählen, was erzähl ich nachher. Und weiter geht die Fahrt. Ja, Zentralverriegelung ist was anderes. Tut nicht. Gab noch nie eine Zentralverriegelung an dem Auto. Alles nicht so einfach hier. Hello, good morning. Was ist das? Was machst du hier? You. Da kommt das rein gleich. Ins kochende Wasser. Wir sind gerade eben aufgewacht und schon beginnt Emmy irgendwas in der Hexenküche zu brauen. Mit Tamarinde, oder? So heißt es. Ja, Tamarinde, genau. Und daraus machst du sich jetzt eine Gesichtsmaske, weil das so gut ist gegen so unterirdische Bobbel, oder? Ja, so Hubbel unter der Haut, so komische kleine Hubbel, die keine richtigen Pickel sind, aber auch irgendwie keine Mitesser. Und ja, das habe ich hier auf der ganzen Länge im Gesicht. Und was macht man damit jetzt? Kochen, dann die Kerne rausholen und dann nimmt man hier die Fruchtpampe und schmiert sie sich ins Gesicht. Genau. Das machen wir gleich. Ich wollte eigentlich gerade in den Topf filmen, aber hier ist so viel Rauch, dass ich da irgendwie gar keine Chance habe. Also auf jeden Fall kochen die jetzt für 5 oder 6 Minuten. Da sind jetzt 3 so Teile drin. Ich bin sehr gespannt. Riech mal, es riecht nach Kartoffeln. Riechst du es? Stimmt. Riecht echt nach Kartoffel. Schön. Riecht nach Banane. Nicht nach Banane, nach irgendwas Merkwürdigem so. Du siehst echt aus wie so eine Hexe in ihrer Küche. Ja, original. Und für mich gibt es natürlich auch eine Maske, aber weil ich nicht so wirklich unterirdische Hubbel habe. Ich habe hier so kleine Entzündungen, die übrigens dazu führen, dass mein ganzes Kinn wehtut. Gibt es für mich eine Heilerde-Apfelessig-Maske, korrekt? Ja, richtig. Korrekt. Mit dem Zeug genau. Und Apfelessig. Was ist beim Apfelessig nochmal wichtig, wenn man den benutzen will? Dass der ungefiltert ist. Dass hier unten schön dieser Satz drin ist. Da muss man das so ein bisschen schütteln und dann benutzen. Weil da stecken die wichtigen Nährstoffe drin oder so. Ah. Ähnlich. Emmy knows best. So, so sieht das aus. Und dann kommen da hier irgendwie, keine Ahnung, nach Gefühl, ein paar Löffelchen rein. Und man darf das auch übrigens nicht mit einem metallischen Löffel machen. Oder in einer metallischen Schüssel, sondern als eine Keramik. Genau, weil das sonst Plastik oxidieren kann. Ja. So, oh, so viel? Ja, man soll da so eine ganz dicke Schicht auftragen. Ja, ja, das reicht, oder? Ein bisschen. Wow, so. Okay. Und wie viel Essig kommt da jetzt dazu? Nicht so viel. Also erstmal so ein Schlückchen und dann kann man auch schon direkt sehen, guck mal, wie das reagiert. Also immer so Schluck für Schluck, weil das darf nicht zu flüssig werden. Okay, Matschepampe für Marie. So, weiter geht's mit den komischen gekochten Dingern.
so sieht das jetzt aus. Die sind dann so ganz schleimig. Ja, so weich sind die halt, guck mal. Macht man so. Die so auch, wenn man die essen will? Ja, dann man könnte aus den Kernen, kann man glaube ich so eine Gewürzpaste herstellen, die traditionell in vielen indischen Gerichten verwendet wird, habe ich gelesen. Ja, habe ich aber noch nie gemacht. Ich nehme das nur für Masken. Dann noch ein bisschen Wasser, dass es schön, dass die Konsistenz gut wird. Ja, so sieht es jetzt aus. Sieht echt widerlich aus. Sieht aus wie Katzenscheiße. Ich wollte gerade sagen, als hätte eine Katze irgendwie ein bisschen in deine Schüssel gemacht. So. Und jetzt kommen die Kerne raus. Und du nimmst aber nur das Fruchtfleisch, bitte? Genau, ja. Ja, die Kerne bringen mir nicht viel in mein Gesicht. So sieht so ein Kern aus. Und was machst du jetzt mit denen? Wegwerfen. Aber eigentlich ist es richtig schade drum, weil man könnte auch irgendwas draus machen aus den Kernen. Ja, du könntest sie doch aufheben, trocknen und dann was in, draus machen? Ein Essen machen als nächstes. Ich weiß nicht. Ja. Probieren? Nein, danke. Bevor wir uns die ganze Hexenbrauerei aber auftragen, gibt es jetzt erstmal Frühstück. Und wir machen uns eine kleine Guacamole für unsere Brote. Voll geil. Wir haben einen sehr komischen Stabmixer. Und wir sind angekommen hier an der Location und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sind hinter mir Flugzeuge, denn wir befinden uns hier auf einem Flugfeld und ich muss mal noch abchecken, wie viel ich erzählen darf nachher, aber auf jeden Fall sind wir auf einem Flugfeld und es ist so schön hier. Michi, ist deine Maschine! Ich bin zur Aeroclub Stuttgart. Wir haben es gerade abgecheckt, also ich darf euch leider nichts erzählen, was genau hier gefilmt wird. Aber was richtig geil ist, Michi hat so ein geiles Elektro-Longboard. Das muss ich nachher unbedingt mal testen. Ich habe so Bock drauf, mal mit so einem Ding zu heizen. Hier könnt ihr das Gimbal sehen, was ich letztes Mal schon für Bonus-Dreh hatte. Und das kommt heute auch wieder zum Einsatz. Und hier werden die Kameras prepared. Die anderen Sonys. Go, Michi, go! Ich habe nicht Aufnahme gedrückt. Ja, das macht ja schon laut. Also es reicht ja eigentlich völlig. Ja, weil es eben ist. Gebt euch hier mal das ganze Equipment. Hier tausende GoPros und Drohne und alles mögliche. Und da hinten könnt ihr das Flugzeug sehen, das gerade bestückt wird mit GoPros. 5:30 abends in Deutschland. Marie und Emily verlassen das Haus zum ersten Mal heute. Wir haben aber echt viel gedreht. Wir waren richtig fleißig. Ja. Wir haben ganz viel gedreht. Bis jetzt eigentlich. Ja gut, nicht ganz. Bis jetzt wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Aber schon bis vor einer halben Stunde ungefähr. Also schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen raus. Was machen wir eigentlich überhaupt? Spazieren gehen, Fotos machen und ja. Und unsere Haare sind ganz schön von unseren Masken. Ja, das habe ich jetzt in dem Video hier gar nicht gezeigt, aber das werdet ihr bald auf meinem Hauptkanal sehen. Emmy hat mir eine mega geile Haarmaske gezeigt. Die war echt richtig, richtig geil und ich war sehr, sehr geflasht. Also watch out for it. Genau. So, und jetzt bist du ja nicht mal so weit? Ich bin so weit. Ich warte die ganze Zeit auf dich. So, die ersten Sachen haben wir erfolgreich gedreht hier auf diesem Flugplatz. Und es ist einfach so cool, so ein Flugplatz. Erstmal haben wir mega Glück mit dem Wetter. Es ist echt richtig krasses Wetter. Schönster blauer Himmel. Und ja, jetzt gehen die dann gleich in die Luft. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch sagen, um wen es hier geht. Das mal schauen. Und zwar filmen wir heute was mit Matthias Dolderer. Der ist Weltmeister im Air Race Fliegen. Also es ist dieses Verrückte, wo so Flugzeuge einfach durch die Luft schießen wie Formel 1. Also da geht es auch um Zeit und die heizen durch so Parcours. Und heute darf Betty Taube, also die von GNTM, die darf heute mitfliegen dort. Und ich glaube, es wird echt sehr witzig. Wir haben auch viele GoPros in dem Flieger installiert und sowas. Und das filmen wir auf jeden Fall heute. Und da hinten könnt ihr Betty sehen, die wird jetzt noch interviewt, aber gerade müssen wir einfach warten, weil das Flugzeug so einen insane Lärm macht. Und hier, das hier ist Matthias. Der Flughafen ist nämlich auch Matthias Dolderer, sein eigener Flughafen. Ja, richtig krass. Macht hier einen riesen Lärm. Boah, Michi gibt einfach alles hier. Hey. Guck mal, nach rechts dreh ich mal zum Flieger hin. Nach rechts zum Flieger, das andere rechts.
Guten Flug. Jetzt gibt es erstmal geil Pizza hier im Büro noch. Lecker. Nee, mittlerweile geht's ja nicht. Also ein bisschen nach. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt schlafen. Wir haben gerade noch Alles steht Kopf geschaut. Der Film ist so süß. Den habe ich, glaube ich, jetzt schon zum fünften Mal geguckt oder zum vierten Mal. Keine Ahnung. Also kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr goldig. Und jetzt regnet es hier voll und ist mega Gewitter, aber es ist total gemütlich. Also ist ja eine Dachwohnung, wie ihr sehen könnt. Und ich schlafe hier im Wohnzimmer und dann plätschert es so schön und so. Ja, also ich persönlich kann da sehr gut schlafen. Ich weiß nicht, habt ihr Angst vor Gewitter? Also, ja, draußen wäre ich jetzt auch nicht so gern, muss ich sagen. Aber so, jetzt hier drin, finde ich es doch sehr gemütlich. Auf jeden Fall, ganz egal. Von meiner Seite schon mal schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und dann bis morgen um 18 Uhr. Tschüss. Da bleibt irgendwie immer meine Stimme weg. So, ihr Lieben, ich bin wieder gut zu Hause angekommen und ich bin einfach mega, mega platt. Aber es war echt ein richtig geiler Tag und ich habe viel gelernt und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und jetzt falle ich einfach tot ins Bett und hoffe, euch hat der Vlog gefallen und dann sehen wir uns auf jeden Fall, oh mein Hut, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen um 18 Uhr wieder. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann freue ich mich wieder auf morgen und bis dahin würde ich sagen, einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüssi. Ich verkaufe alle meine Autos und kaufe mir meine Ehrlich. Kannst du überall hinfliegen selber. Das wäre so geil. Nein, ich muss hierher ziehen, damit ich vom Besten lernen kann. Weißt du? Stimmt. Das wäre der Oberhammer.